Heute zeige ich euch, wie ihr eine Kugel aus Beton einfach selber machen könnt. Für eine Betonkugel benötigt ihr im Wesentlichen nur eine Betonform. Als Betonform benutze ich zwei Kugelhälften aus Plastik mit einem Loch zum Einfüllen des Betons. Diese gibt es in jedem Bastelladen oder im Internet zu erwerben. Bevor ihr mit dem Betonieren beginnt, müsst ihr die Kugelhälften einölen, damit sich die Betonform wieder einfach entformen lässt. Einfaches Salatöl reicht dabei vollkommen aus. Jetzt könnt ihr die beiden Hälften zusammenfügen und mit Klebeband fixieren. Zum Schluss könnt ihr optional einen Trichter zum Einfüllen des Betons auf die Öffnung der Betonform kleben. Dies hat sich bei mir allerdings nicht bewährt, da dadurch die Luft nicht richtig entweichen konnte. Jetzt könnt ihr zum Betonieren übergehen. Füllt einfach die Betonform mit Beton auf. Klopft währenddessen mehrmals die Betonform auf den Tisch, damit sich keine Hohlräume bilden können. Nach 24 Stunden könnt ihr die Betonkugel auspacken. Löst einfach das Klebeband. Wenn die beiden Kugelhälften gut eingeölt waren, lassen sich die Kugelhälften einfach entfernen. Und schon ist eure Betonkugel fertig. Für eine gleichmäßige Oberfläche könnt ihr nun den Überstand der beiden Kugelhälften und die Einfüllöffnung mit Schleifpapier entfernen. Mit einem elektrischen Schleifer geht es natürlich schneller. Die fertige Betonkugel könnt ihr anschließend vielfältig verzieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sehen könnt.